Moin Moin und Servus zu einer neuen Folge Let's Play Traviana. Ja, es ist 12.42 Uhr, 43 wie man herumsieht, die Bonuszeit schaffen wir nicht mehr, deswegen tue ich mir gerade die Hände waschen. Wir müssen, wenn ich mich recht entsinne, unser Lager ausbauen, hatten in der letzten Folge keine Berufspunkte mehr. Das hat sich jetzt gelegt, wir haben 29 Berufspunkte, was sehr schön ist. Dann schauen wir mal, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch Eisen. Und wir haben zu wenig Kohle. Wir brauchen 16 Kohle, wenn ich das richtig sehe. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig, oder? Ja, wir haben 11, wir haben 15. Das geht nicht auf. Damit zu wenig Holz, wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin, denn wir brauchen noch, ja, ein bisschen Holz. So, lädt ein bisschen. Die Map lädt und wir sind da in unserem altbekannten Haus. Wir versuchen jetzt hier mal ein paar SP-Punkte zusammenzukriegen, denn ich will mir demnächst mal, oder ich will für uns ein neues Haus mal schauen. Das ist mal ein bisschen größeres. Richtig geil, scheiße. Soll ich nicht ausgerechnet, wie viel wir brauchen? Wir brauchen noch 5. Sagen wir 6. So, 21. Ich glaube 24 brauchen wir. Machen wir einfach so dann. Egal. Wenn es zu viel ist, ist es auch nicht schlimm. So, und jetzt hauen wir mal ab. Unser Schlafbalken ist auch wieder voll. So können wir jetzt hier wieder ein bisschen was damit anstellen. Denn dann kriegen wir auch ein paar mehr Punkte. So, jetzt müssen wir erstmal Kohle herstellen. 16, wenn es geht, bitte. Wir haben auch schon wieder relativ viele Aktionspunkte. Die müssen wir schauen, dass wir die auch jetzt bald mal wegkriegen. Dass wir ein paar Minispiele spielen. Also da, glaube ich, wird uns schon was einfallen, denke ich mal. Gut. Kohle wird hergestellt. Wie gesagt, wir brauchen 16, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir haben 14. Noch 2. 2 fehlen noch. Come on. Einer fehlt noch. Jetzt hoffe ich nicht, dass wir wieder 2 kriegen, weil hätte ich keinen Bock mehr, aber gut, das passiert, ne? Und. Ja, wir haben 2 bekommen. Ist wurscht. Man kann es übrigens sehen, bevor das kommt, da oben, und dann kann man auch schon zum nächsten klicken. Da steht da meistens schon früher dran, wie viel man bekommt. Man muss halt ein bisschen rechnen, aber man, wir sind ja nicht ganz dumm, ne? Eine Auszeichnung. Erfolg erzielt. Überall im Dorf einmal abgebaut. Ja, das haben wir geschafft. Das freut uns doch. Und das ist auch eine, weil ich gesagt habe, es gibt 4 Stufen. Aber es gibt natürlich zum Beispiel, man kann hier bloß einmal abbauen. Da gibt es natürlich hier nur einmal die goldene und es gibt keine anderen. Aber ich denke, das ist verständlich und klar. Und wir brauchen noch 3 Eisen. Noch 2, ne, ein Eisen. Entschuldigung. So, und schauen wir mal, ist hier irgendwas Billiges? So billig 6K Erz, 6K, ich glaube, das weiß jeder, 6000. So, wir haben die 6 geschafft. Besuche Boni. Ja, da muss man jetzt irgendwas zurückschicken und man kriegt etwas zurück und so macht man seinen Boni. So, Ausbau auf Stufe 1 und so. 450, wunderbar. Nächstes dann 12 von jedem Rohstoff, aber das brauchen wir erstmal nicht mal. 450 ist eine gute Summe. Und jetzt gehen wir mal zu Senkel, denn wir haben ja seinen Wunsch nach einem ausgebauten Lagerhaus erfüllt. Die Anfangsmissionen sind meistens nur für uns dazu, dass wir ein bisschen was lernen. Aber gut. Senkel-Kumpel, ich habe mein Lager ausgebaut. Hab schon davon Leuten hören. Du machst dich. Bitte verzeih mir meine kleine Unmutsbekundung. Dafür schenke ich dir eine Fertigmahlzeit. Bitteschön. Großartig. Aber nächstes Mal komm gleich zu mir. Sonst machen wir Tombo unnötig reich. Du verstehst? Klar. Na, mal sehen, wie eben die neuen Preise à la Senkel schmecken. Auf Wiedersehen. Eine wunderschöne Fertigmahlzeit. Diese isst man. Und der Hungerbalken geht komplett voll, beziehungsweise man ist gesättigt. Ich mache mal kurz aus, weil es nervt mich gerade. Ist komplett gesättigt und man kann das Werkzeug hernehmen. Eben seines Omernymph. Und das ist jetzt schade, dass es mit dem nächsten Berufspunkt erst wieder freigeschalten wird. Dann würde ich sagen, wir spielen mal hier 1, 2 Minispiele. Ich glaube, das kann nicht schaden. So, Blackjack würde ich sagen. Dabei, Händewaschen ist angesagt. So, neue Zugmöglichkeit im Blackjack. 16. Indian Summer, wunderbar in Kanada. So, und jetzt hat er verschätzt. Jetzt hat er sich verschätzt. Hat er nicht, schade. Komm schon. Komm schon.
Ja, gut, 21, da wäre jetzt eh schlecht ausgesehen für mich. Viel gewinnt, habe ich jetzt auch mal Bock. Kann man mal spielen, wir laufen mal weiter. Wie heißt eigentlich die nächste Mission? Fällt mir gerade ein. Vertrauen gewinnen, okay. Mal schauen, wird spannend. Mal schauen, ob das was wird. So, da will keiner gerade spielen. Nobody's here. Wir spielen mal. Was haben wir denn Bock? Schnick, schnack, schnuck. Einfach mal easy peasy. Ich glaube, da hat keiner was dagegen. Wenn wir es dann wenigstens mal spielen könnten. Ich bin nichts gerade. Come on. Ich bin gegen Indian Summer noch einmal. Blackjack. So, Blackjack, let's go. Oh, mit dem 10er starten, ja, mit dem Ass. Das sind ganz spannende Ausgangssituationen. Wir können beide die 21 schaffen. Er hat noch 1 Minute 47 Grad Zeit. Und ich glaube, das nutzt er gerade auch aus ein bisschen. Okay, wir warten. Denn er scheint. Oh, doch. 18, 18, 18. Schau mal, was er macht. Er hat eine Sau, also einen Ass. Und hat noch eine Karte genommen. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. So, schauen wir nochmal kurz das Profil, was ich gerade eben nicht machen konnte. Ja, gut. 1980, weiblich. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Das uralte. Weisheit oder wie man es nennen kann. Okay, er hat eine noch genommen. Sie hat eine genommen. 18, da brauchst du fast keine mehr nehmen. Keiner will Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Finde ich schade. Aber gut, so. Passiert nix. Come on, girl, do your thing. Irgendwie lädt bei mir. Ah, oh, schade. 21, ja, komm. Kann man nicht viel machen. Und da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Wir gehen mal schlafen. Aber ich will noch kurz in den Editor schauen. Denn vielleicht ein neues Bett da. Und dann geht das auch mal schneller. Und dann kann man das alles schneller machen. Denn ich habe es ja erklärt, je besser die. Renton haben wir schon. Oh, interessant. Je besser das Bett, je besser die Kategorie ist, desto schneller. Oh, Kategorie 1. Das holen wir uns jetzt einfach mal. Wir verkaufen einfach unsere hier. Sell for 75 Stars, please. Wer es nicht verstanden hat, verkaufen für 75 Sterne oder was das sind. Und diese Scheiße will mich schon wieder verarschen. Ah, geht. Ja, läuft bei dir, läuft. So, schau mal. Schaut wunderschön aus und wir sind eine Stufe nach oben gegangen. Soll ich würde mal sagen, Standard Holzfäller. Stufe 6 kann man nicht falsch machen. Und Gewandtheit und Widerstandskraft ist auch nicht schlecht. So. Damit verabschiede ich mich leider von dieser Folge. Die ging relativ schnell vorbei. Tut mir leid, dafür waren die letzten Folgen ja ein bisschen länger. Bis zur nächsten Folge. Genießt den Tag. Euer Nerdplay.